Dinklage, eine kleine Stadt im niedersächsischen Norddeutschland. Mit der historischen Wasserburg, dem alten Bahnhofsgebäude und der liebevoll restaurierten Mühle ist Dinklage ein wahrlich beschauliches Örtchen mit einer spannenden Geschichte, die ihresgleichen sucht. Doch die Idylle trügt. Denn wo einst das Wahrzeichen der Stadt stand, ein formschöner Brunnen im Betongussverfahren hergestellt, prangt heute gähnende Leere. Und der Verlust dieses identitätsreichen Wahrzeichens hat unvorhergesehene Auswirkungen auf die Wirtschaft in Dinklage. Ja, also wir stellen auch fest, seit dem letzten Jahr der Brunnen abgebaut wurde, dass uns im Bereich Tagestourismus schon einige Gäste fehlen. Also die Radfahrer kommen nicht mehr so gezielt nach Dinklage. Und auch viele Stammgäste wundern sich, warum der Ortskern sich so verändert hat. Ja, also früher standen hier mal zwei Regale. Wir können deutlich merken, dass der Brunnen nicht mehr da ist. Wir mussten ein Regal komplett abbauen. Unser Waschmittelumsatz ist dramatisch gesunken. Wir brauchen unbedingt den Brunnen wieder. In der Stadtverwaltung ist man sich der Problematik mittlerweile ebenfalls bewusst. Ja, wenn das so ist, dass der Brunnen wieder her soll, dann werde ich mich dem natürlich auch nicht versperren. Ich bin ein Bürgermeister, der nah dran ist an der Bevölkerung und nah an den Gewerbetreibenden. Und wenn die Beschwerden kommen, insbesondere von Herrn Susen, der sich natürlich dann zu Recht beschwert, dass die Übernachtungszahlen ausbleiben, wenn Herr Runnebohm sagt, dass der Waschmittelumsatz um mehr als 50% gesunken ist, dann bin ich natürlich auch gehalten zu reagieren. Das will ich auch. Ich muss ein bisschen an unsere Gewerbesteuer denken, also an den Umsatz unserer Gewerbetreibenden, und von daher haben wir auch schon wieder Kontakt aufgenommen mit dem Brunnenbauer von damals aus den 70er Jahren, und ja, wenn die Bevölkerung das so wünscht, ja, dann bin ich da natürlich bei, und wir werden den Brunnen dann wohl wieder aufbauen, ja. Kracht in jedem Streben aus, in der Fasnähre, und kracht in Streben aus, der Brunnen ist, im Kabel, kein Vorschnitt, kein Eberdruck, wenn es nicht, ha, wenn es nicht in Strohleben, und hab vor Kabel im Vogelschnäbel vorbelegt, den Hornenschnäbel in Fegelbordel heben. Kroschni, mit großen Kühlen, wenn du an der Dinklage nennst, du Vorschnäder. Ja, es ist ja schön, dass der Brunnenbauer mir telefonisch auch seine Flexibilität zugesagt hat. Sowohl in Amsterdam als auch in Prag hat er diese beiden Brunnen schon aufbauen lassen, beziehungsweise dahin verkauft. Der dritte wird dann wohl oder übel bald in Dinklage stehen, wenn es so ein kulturhistorisches Denkmal ist, wie auch von der Bevölkerung verlangt, dann bin ich natürlich auch gerne bereit dazu. Aber, jetzt kommt das Aber, natürlich kostet das auch Geld. Und ich denke, wenn die Dinklagerinnen und Dinklager diesen Brunnen fordern, kann man vielleicht auch an eine sogenannte Brunnensteuer denken. Aber ich denke, dem dürfte ja dann auch nichts im Wege stehen. Und im Übrigen, denke ich mal, haben wir hier eine Win-Win-Situation. Sowohl die Umsätze unserer Unternehmen werden wieder merklich steigen, und zum anderen kann man vielleicht auch daran denken, die ein oder andere Schaumparty für unsere Jugend im Sommer zu organisieren. Vielleicht wird Herr Runnebohm das ein oder andere Kilo Waschmittel auch spenden dafür. Dinklage, eine kleine norddeutsche Stadt auf dem richtigen Weg.